Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli. Nadam se da je vama lepo kao i meni ovde u prirodi. Malo je hladnjikovo, ali prija kad se izađe iz učionice i iz sobe. Dakle, danas snimam klipove outdoors, na polju. Da ne zaboravim, naravno da je moja nova knjiga u prodaji. Svi koji želite da je kupite, možete to uraditi na sajtu Gumroad. Link se nalazi u opisu ispod videa i također svi vi koji želite da učite engleski možete učiti engleski sa mnom na mom YouTube kanalu za engleski, link se nalazi iznad moje glave i u opisu ispod videa, a sada krećemo sa rečenicom. Nastavljamo da učimo nemački u prirodi, prošlo vreme, prevodimo sa srpskog na nemački. Prvo pitanje glasi, zašto nisi došao? Zašto ti nisi došao? Dakle, ono što vam sad vešava u glavi, doći je kommen. Dobro, sad mi treba da stavimo taj kommen u perfekat, ali kad su glagoli kretanja, kommen, gehen, jel tako, ne treba nam glagol haben kao pomoćni glagol, nego glagol sein. Pa sada kako glasi glagol sein, je drugo lice jednine, du bist, jel tako? Dobro, pa prvo stvari treba da stavimo upitnu reč, zašto? Pa glagol, pa subjekat, pa još jedan glagol, odnosno glavni glagol. Dakle, ajmo da vidimo kako će ovo prvo da izgleda. Warum du nicht gekommen? I fali nam, jel tako, bist. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Kako ćemo odgovorimo? Pa nisam došao jer nisam mogao, nisam imao vremena, morao sam da radim, recimo. Ich bin nicht gekommen, weil zum Beispiel ich arbeiten musste. Morao sam da radim. Ich arbeiten musste. Oder ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Weil ich krank war. Oder weil ich keine Zeit hatte. Jer nisam imao vremena. Ich bin nicht gekommen, weil ich keine Zeit hatte. Dobro. Sljedeće pitanje. Kad si ustao? Ustati. Aufstehen. Dobro. Upitna reč kada, dobro to znamo. E, s tim što je aufstehen promjena stanja, dakle ležim pa ustajem. I kod tih glagola promjene stanja također je pomoćni glagol sein. Pa ajde sad sami prevodite u glavi, imate 3 sekunde dok ne otkrijem. Kada si ustao? Jedan, dva, tri. Wann bist du aufgestanden? Je glagol aufstehen, prošlo vrijeme, aufgestanden. Wann bist du aufgestanden? Ich bin früh aufgestanden, ich bin spät aufgestanden, ich weiß nicht, wann ich aufgestanden bin. Ne znam kad sam ustao, ne sjećam se. Ich weiß nicht, wie viel Uhr oder wann ich aufgestanden bin. Aber ich denke, dass ich sehr, sehr früh aufgestanden bin. Ali mislim da sam veoma rano ustao. Ich denke, dass ich früh aufgestanden bin. Ok, dobro, idemo dalje. Da li si puno učio? Da li si puno učio? Ovo je laka. Imate samo dve sekunde. Jedan, dva, može. Viel gelernt. A na početku je hast. Hast du viel gelernt? Da li si puno učio? Dakle, sad nije više sein, nego je haben glagol uz lernen. Particip 2 od lernen, gelernt. Hast du viel gelernt? Dobro. Da li si prošlog mjeseca mnogo zaradio? Kako se kaže zaraditi? Verdienen. Dobro. Isto će biti sa haben. Isto drugo lice jednine. Dakle. Hast du letzten Monat viel verdient? Hast du letzten Monat viel verdient? Pazite, der Monat, mjesec, prošlog mjeseca, akuzativ letzten Monat. Šta si uradio? Šta si uradio? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe etwas gemacht. Ich werde dir nicht sagen, was ich gemacht habe. Neću ti reći, ili ich sage dir nicht, was ich gemacht habe. Dobro, das ist Geheimnis, tajna. Kako je ona spavala?
Kako je ona spavala? Može. Schlafen je glagol. Pazite kako je na oblik participa. Wie hat sie geschlafen? Kako je spavala? Wie hat sie geschlafen? Sie hat gut geschlafen. Sie hat schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, wie sie geschlafen hat. Ich denke, dass sie gut geschlafen hat. Ich hoffe, dass sie gut geschlafen hat. Nadam se da je dobro spavala. Da li su oni dobro spavali? Znači sad nemamo upitnu reč, imamo samo da li su oni dobro spavali. Znači ovo pitanje ćemo početi direktno sa pomoćnim glagolom. A pošto su oni, pomoćni glagol, haben. Haben sie gut geschlafen? Ja, ich denke, dass sie gut geschlafen haben. Sie schlafen immer gut. Šta si kupio? Was hast du gekauft? Ich habe ein Buch gekauft. Ich habe ein neues Handy gekauft. Ich habe nichts gekauft. Nisam ništa kupio. Šta je on poručio? Vino ili pivo? Šta je poručio? Prošlo vrijeme je glagol bestellen. Pošto ide na B, onda ne dobija G. Dakle, was hat er bestellt? Wein oder Bier? Was hat er bestellt? Er hat Wein bestellt, er hat Bier bestellt. Ich weiß nicht, was er bestellt hat. Šta ste rekli? Sad ćemo imati da li persiranje ili... Ne, nego vi. Dakle, onda će biti was habt ihr gesagt? Was habt ihr gesagt? Šta ste to rekli? Was habt ihr gesagt? Koliko brzo si vozio? Koliko brzo? Wie schnell. Tako je. Imamo glagol fahren. U ovom slučaju. Znači, wie schnell bist du gefahren. Menjamo sa glagolom sein. Jer nema objekta. Nemam da sam vozio auto ili sam vozio Marka, nego samo si vozio. Wie schnell bist du gefahren. Dobro. Gde si rođen? Rođen, je li tako? Geboren. Wo bist du geboren? Ich bin hier geboren, ich bin dort geboren. Da li su oni to razumeli? Je sljedeće pitanje. Verstehen. Prošlo vrijeme od verstehen. Fair, isto ti glagoli na fair, nemaju g. I menjamo sa glagolom haben. Dakle, hajmo da vidimo. Da li su oni? Haben sie das verstanden? Haben sie das verstanden? Da li su oni to razumeli? Sie haben das verstanden. Sie haben das nicht verstanden. Ich denke, dass sie das verstanden haben. Und ich hoffe, dass sie das verstanden haben. Aber ich bin nicht sicher. Nisam sigurna, ob sie das verstanden haben. Da li su razumeli? Koga si zvao? Pazite ovo koga. Wer je ko? Wen i wem? Wem je dativ zamenica, a wen u ovom slučaju koje nama treba u akuzativu. Znači, rufen, angerufen i treba nam hast. Wen hast du angerufen? Koga si ti to zvao? Ich habe Marko angerufen. Ich habe niemand angerufen. Niko nisam zvao. Oder ich weiß nicht, wen ich angerufen habe. Nemam pojma koga sam zvao. Ich habe keine Ahnung, wen ich angerufen habe. Dobro. Gde ste živjeli? Imamo opet vi, kao drugo lice jedine. Gde? Wo. Znači, wo. Kako će biti? Wo. Habt ihr gewohnt. Gde ste živjeli? Wir haben dort gewohnt. Wir haben hier gewohnt. Šta je on saznao? Koji je glagol za saznati? Kako ćemo reći? Was hat er erfahren? Šta je saznao? Was hat er erfahren? Er hat die Wahrheit erfahren. Saznao istinu. Oder er hat nichts erfahren. Ništa nije saznao. Oder ich weiß nicht, was er erfahren hat. Gde si stavila svoju torbu? Ne vidim je. Koji ćemo glagol? Legen, kao staviti, položiti. Dakle, wohin, pošto je neki pravac,
Wohin hast du, a ne, ona. Wohin hat sie, ona. Wohin hat sie deine Tasche gelegt? Wohin hat sie deine Tasche gelegt? Ne vidim je. Ich sehe sie nicht. Nju, torbu, pa je zamjenica sie. Ich sehe sie nicht. Ne vidim. Da li on kasno ustao? Sjećate se onog glagola aufstehen sa početka. Rekli smo promjena stanja. Pomoćni glagol je sein. Da li je kasno ustao? On. Dakle, ich bin, du bist, er ist. A ne, da li si kasno ustao? Izvinjam se. Bist du. Bist du spät aufgestanden? Nein, ich bin nicht spät aufgestanden. Ich stehe nie spät auf. Nikad ne ustajem kasno. Ich stehe nicht spät auf. Da li ste primili moju poruku? Vi, persiranje, dakle, haben Sie mein SMS bekommen? Kao ne bestellen, bekommen. Ti glagoli na B nemaju u participu G. Haben Sie mein SMS bekommen? Dobro. Da li si video Toma? Će biti kako? Hast du Tom gesehen? Ja, ich habe Tom gesehen. Nein, ich habe nicht Tom gesehen. Oder ich denke, dass ich Tom nicht gesehen habe. Dobro, ajmo da vidimo samo da ovo malo sakrijem. Šta smo jeli? Nešto smo jeli, ali se ne sjećamo šta smo jeli, pa se pitamo, a šta smo mi to ono jeli? Dakle, essen glagol, je li tako? Was haben wir gegessen? Essen gegessen. Was haben wir gegessen? Ich hoffe, dass wir etwas Gutes gegessen haben. Nadam se smo nešto dobro pojeli. Etwas Gutes. Da li je ona stigla? Stići? Ankommen? Kretanje. Dakle, pomoćni će nam biti sein. Je li tako? Ona ist. Ist sie angekommen? Sie ist angekommen. Sie ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, dass sie angekommen ist. Und ich denke, dass sie angekommen ist. Aber ich weiß nicht, ob sie angekommen ist. Ne znam da li je došla. Da li si juče gledao TV? Kako je gledati TV? Fernsehen, tako je. Dakle, bit će. Hast du gestern ferngesehen? Jesi juče gledao TV? Mislim da je neki lov trenutno u toku i da neko puca. Hast du gestern ferngesehen? Da li si juče gledao TV? Ich habe gestern ferngesehen. Ich habe nicht gestern ferngesehen. Koga su vidjeli? Sjećate se onoga koga što smo malo pre rekli. Ovdje je znači, zamjenica ko u akuzativu, a ona glasi wen. Dakle, wen haben sie gesehen? Koga su vidjeli? Wen haben sie gesehen? Sie haben Marko gesehen. Sie haben koga? Meine Lehrerin gesehen oder meinen Lehrer gesehen oder ich weiß nicht, wen sie gesehen haben. Ne znam koga su vidjeli. Ich weiß nicht, wen sie gesehen haben. A da li si ti njega video? Da li si ga video? Da li si njega? Dakle, hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich hoffe, dass ich ihn morgen sehen werde. Nadam se ću ga sutra vidjeti. Ich hoffe, dass ihn morgen sehen werde. To je to za danas.